haben wir wieder einmal ein Video im Bus. Mir ist so aufgefallen, heute in der Früh im Bad, oder so zu mir gekommen, dass es möglicherweise ja so ist, dass wenn uns alles zur Freude gegeben ist, das heißt ja so schön, euch ist alles zur Freude gegeben, wenn uns alles zur Freude gegeben ist und zum Beispiel mir auch alles zur Freude gegeben ist und ich kann mich daran aber nicht erfreuen, weil es so deppert ist und so traurig und so ekelhaft und so, dann könnte es gut sein, dass ich etwas nur nicht verstanden habe. Das heißt, dann sind uns auch sogenannte Chemtrails, der Krebs, Katastrophen, der Tod, sind uns alles zur Freude gegeben. Und solange wir uns darüber nicht freuen können, haben wir es halt einfach nicht verstanden. Das ist eine sehr interessante Erkenntnis, weil die werden wir heute natürlich in den Tag mit hineinnehmen, um da ein paar weitere Dinge abzuleiten und vor allem reflektierend, rekapitulativ nach hinten blickend zu erkennen, wo mich meine Blindheit der Lebensfreude beraubt hat, dass er mich heute dann umso mehr freien kann, wenn irgendwas passiert, wo mich sonst geärgert habe und jetzt einfach lernen darf, mich zu freuen. In diesem Sinne wünsche ich dir und uns natürlich einen schönen Tag. Apropos schönen Tag, ich fahre jetzt gerade Richtung Linz und wir haben da heute beim Bischof eine Audienz und ich werde darüber botschaftern. Fährt euch da rein.